Tja, willst du eine Geschichte hören? Über Schatzsucher? Ich hab eine solche Geschichte für dich. Nee, ich will eigentlich nicht. Das reicht mir schon. Nächste Station, Firestone Depot. Wird Zeit, dein Zeug einzusammeln. Wer steigt aus dem Bus? Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Du siehst aus wie ein truxikanischer Wrestler, der als Domina arbeitet. Und du, Soldat, sind das Rüstungsteile von den Crimson Lands, die du da anhast? Und was ist mit ihnen, junge Dame? Was haben sie drauf? Vielleicht können sie uns einen schönen Kuchen backen. Und du, Fleischklops da hinten, über dich mache ich mich nicht lustig. Dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Jedenfalls, ich gebe euch allen einen Rat. Hier ist die Luft rau und wenn ihr euch mit jemandem anlegen wollt, müsst ihr gerüstet sein. Ist schön. Klar, man kann sich bei Banditen oder sonst... Bleib ganz ruhig. Hab keine Angst und lass dir nicht anmerken, dass jemand mit dir spricht. Ja, natürlich. Steig aus. Du hast keinen Grund mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu führen. Also war nett von dir. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Mach einfach alles, was er sagt. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Ich melde mich wieder. Okay. Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt raus. Oh, der witzige kleine Roboter. Was ist denn das für ein Junge? Kenn ich gar nicht. Willkommen in Firestone. Ich bin CLP for PTP. Also, du kannst dich aber wie alle hier Claptrap nennen. Okay, werde ich nicht, nee. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Echo-Kommunikationsgerät und Heads-Up-Display in Empfang. Ein Geschenk der Door Corporation. Geschenke, das mag ich. Hoffentlich explodiert das Ding nicht. Ja, krass, das ist initialisiert. Ja, das ist, oh mein Gott, das sieht ja, alles so wunderbar aus. Oh, ich habe eine Waffe. Ja, hallo zusammen und willkommen zum Re-Let's Play von Borderlands 1 mit Lilith, weil Lilith ist halt einfach der beste Charakter von allen und deswegen ja, wird das jetzt mit ihr ein weiteres Mal Let's Play. Diesmal bin nur ich hier. Ja, ich wusste nicht, dass ich das jetzt schon machen muss. Ich habe nämlich erfahren, dass das Unmögliche passiert, nämlich wir hätten einen Tag, an dem kein Let's Play kommt. Und das darf nicht sein. Wir sind die Zocker-Crew. Ich meine, komm, wir machen viel zu viele Videos und ich würde gern so weitermachen. Ja. Hallo Toaster, was machst du? Was ist denn das? Oh, ein Speicherpunkt? Darf ich vorstellen? Dies ist die New York Station. Mit diesem Gerät wird dein DNS-Profil automatisch identifiziert und gespeichert. Bitte aktiviere jetzt die New York Station. Ja, wirklich? Ja, das kann ich aktivieren. Krass. Das ist mein Charakter. Ne, ich spiele Elf. Was weiß ich? Ausgezeichnet! Die Registrierung deiner DNS bietet dir den besten Schutz vor einem grauenhaften Tod und vor Verstümmelung. Falls ein bedauerlicher tödlicher Unfall passiert, erscheint ein neues Du an der nächsten Station. Wir können jetzt in das friedvolle Städtchen Firestone. Hier entlang, bitte. Ja, das ist doch schön, dass wir nach Firestone gehen. Aber ich würde sagen, wir sind hier an einem guten Speicherpunkt angekommen und das kann man dann im nächsten Part weitermachen. Ciao, ciao.